Aroa Carambola. Ja, unsere Testreihe hier in den verschiedenen Anzuchtvarianten. Wir werden heute gemeinsam zum ersten Mal in der Vulcatec-Erde diese Aroa Carambola gießen und düngen. Wir haben sie damals angegossen beim Einpflanzen, seitdem habe ich sie nicht mehr gegossen und die Erde ist immer noch recht feucht, also nicht nass oder dergleichen. Aber das ist ja bei Vulcatec allgemein so, auch wenn du kräftig gießt, Wasser läuft unten durch, hat sich die Sache genauso wie im Prinzip bei einer Bonsai-Erde, in dem Sinne Substrat. Hier ist es ein mineralisches Gemisch. So, wir haben die Aroa Carambola natürlich auch in der Erde. Auch das funktioniert wunderbar, seitdem wir wissen, wie es geht, nicht wahr? Ja, sie bekommt Osmosewasser, genauso wie die Pflanze natürlich auch, dementsprechend hier aufgedüngt auf etwa 300 Mikrosiemens, 400 Mikrosiemens, nicht wahr? Pi mal Daumen geht das dann auch. Kommt nicht ganz so drauf an, aber nicht zu viel. Das ist nun mal so, hat sich so gezeigt bei der Aroa Carambola, bei dieser exotischen Pflanze, dass sie also keine starken Salzdünger mag. Von daher verwenden wir Osmosewasser, weil wenn wir Leitungswasser verwenden, hat das schon um die 500 Mikrosiemens weniger oder auch sehr viel mehr, je nachdem, wo man gerade wohnt. Ist halt so. So, wir gießen, düngen in einem Rutsch. Das heißt, wir gießen das Ganze jetzt hier einfach hinein, aber nicht mit der Gießkanne, sondern ja, mit dieser Flasche, mit diesem Gießaufsatz, aus einem ganz einfachen Grund, weil wir hier ganz fein langsam dosieren können und dementsprechend das Wasser nicht sofort unten wieder rausläuft, sondern wir also tatsächlich gezielt so ein bisschen nach und nach das ganze Gemisch, das ganze mineralische Gemischsubstrat hier dementsprechend dann anfeuchten können. Und von daher ist das so für die Pflanze und dementsprechend natürlich auch für das Gemisch hier, für das Substrat, wesentlich besser, weil man das Ganze gleichmäßiger in die Erde bzw. in das Substrat bringen kann. Und das Ganze machen wir so lange, bis es unten rausläuft. Und damit hat sich die Kiste, ja, somit haben wir sie jetzt gedüngt und gegossen zum ersten Mal. Hier unten steht das Wasser drin. Das Wasser lasse ich hier drin stehen. Das ist nicht so tragisch bei diesem mineralischen Gemisch, weil es nicht anfangen kann zu gammeln oder zu faulen, wie in der Erde. Von daher kann sie also hier tatsächlich auch im Wasser mit dem Dünger jetzt drin stehen bleiben. Ja, hier wie gesagt, düngen gießen wir mit 300 Mikrosiemens, 400 Mikrosiemens, Pi mal Daumen. Und wir halten die Erde nicht nass, sondern ich warte also tatsächlich, bis die Oberfläche hier abgetrocknet ist. Das hat sich so bewährt bei dieser Pflanze und wird voraussichtlich auch bei einer Pflanze dementsprechend einfacher oder besser sein. Und dann wird sie halt gegossen und gedüngt in einem Rutsch. Und das im Prinzip dann jedes Mal. Also jedes Mal wird sie gedüngt, wenn sie gegossen wird. Und das Verfahren, da verfahren wir genauso wie hier dann dementsprechend jetzt auch. Und dann haben wir noch eine Aroa Carambola in der Hydroponik, ja. So, hier jetzt zwei verschiedene Varianten. Diese steht unter Zusatzbeleuchtung hier. Diese steht bei uns am hellen Fenster im Esszimmer. Was können wir hier beobachten? Okay, die Pflanze ist jünger. Das ist noch ein junger Sämling im Prinzip. Ist auch schon ein paar Monate alt. Wächst halt recht langsam am Anfang. Und die ist schon etwas älter hier. Hat schon einen kleinen dicken Stamm. Hat mir damals zurückgeschnitten. Ist dann neu ausgetrieben. Das hat wunderbar funktioniert. Ja, jetzt zeigt sich aber hier, dass das Längenwachstum wesentlich kräftiger ist. Ist nicht unbedingt von Nachteil. Es zeigt uns auf jeden Fall, dass wir sie auch ohne Zusatzbeleuchtung tatsächlich halten können am Fenster. Nach Möglichkeit allerdings keine direkte Sonne, insbesondere wenn das Ganze in einem Topf steht, so wie hier. Sonst erwärmt sich das Wasser und das wäre kontraproduktiv. Es sei denn, man schattiert das Ganze, dass man was davor stehen hat, dann geht das natürlich auch. Dann kann man sie auch in die Sonne stellen. Ja, es sind immer so die Kleinigkeiten, ne? Diese ganz feinen Kleinigkeiten. So, dann haben wir diese Aroa Carambola vor kurzem gemeinsam zurückgeschnitten, weil wir sie klein halten wollen. Denn wir haben ja eine, Moment mal, just wait please a moment. Ich hole mal eben ganz schnell die große Aroa Carambola. Ja, also sie kann riesengroß werden, nicht wahr? Und von daher wollen wir natürlich auch versuchen, sie klein zu halten. Und daher dann dieses Experiment, im Prinzip Art Bonsai. Sie schneiden wir immer wieder zurück und sie ist nach dem letzten Rückschnitt kräftig gewachsen. Das heißt, im Klartext, wir werden sie heute gemeinsam wieder zurückschneiden, um sie klein zu halten, kompakt. Und eine wunderschöne, ja, Pflanze dann dementsprechend in Miniatur zu haben. Ob das vielleicht mal ein Bonsai wird, lassen wir dahingestellt. Auf jeden Fall ist es möglich, sie auch klein zu halten, immer wieder mal zu schneiden. Das werden wir heute wieder gemeinsam machen. So, jetzt habe ich das gerade komplett verpeilt. Keine Bange, wir schneiden gleich. Die in der Vulcatec-Erde hatte ich gerade gesagt, etwa bei 400 Mikrosiemens. Habe ich das gesagt? Ich weiß nicht. Okay. Etwa bei 400 Mikrosiemens, 400, 500 Mikrosiemens. Und wir haben mit Vuxal Universal gedüngt. 1 Milliliter auf 2 Liter Wasser. Oder 0,5 Milliliter auf 1 Liter Osmosewasser. Wohlgemerkt.
sonst kommen wir nicht auf diese Werte. Das mal kurz dazu gesagt, nicht, dass wir das verpeilen oder mich jemand fragt, ja, wie viel Dünger hast du denn nur da reingepackt? Jetzt wissen wir es. So, dann hat man vor kurzem nochmal eine große Avarua-Carambola zurückgeschnitten, und zwar diese hier. Ja, sie ist wunderschön ausgetrieben. Diese steht hier noch in der Erde, im Moment zumindest noch, wobei ich da wahrscheinlich auch tendiere, das anders zu machen. Aber nun ja, hier haben wir ein kleines Hochstämmchen, hier haben wir etwas höher zurückgeschnitten, also man sieht auch, das ist möglich. Hier schneiden wir noch nicht wieder zurück, auch wenn wir klein halten wollen. Den lassen wir erstmal wachsen, damit die Pflanze wieder Kraft tanken kann. Also nicht zu oft dran rumschnippeln, nicht wahr? Es sei denn, sie hat ausreichend Blattmasse, wie wir das jetzt hier gegeben haben. So, kommen wir zum Rückschnitt. Man sieht jetzt nicht ganz viel, wir haben hier lauter Blätter dran. Hier ist jetzt ein Trieb, dieser hier. Den haben wir letztes Mal nicht zurückgeschnitten, weil er noch recht klein war. Daher durfte der noch wachsen. Und den Trieb hier, eigentlich den haben wir zurückgeschnitten. Ich weiß, man kann jetzt nicht viel erkennen. Der hat sich sehr gut verzweigt und das Ganze schneiden wir jetzt wieder zurück. Muss gerade mal selber gucken. Ja. Etwa ein Blattpaar über dem letzten Rückschnitt. Ein kleines Stück drüber abschneiden über dem Auge. Nicht wahr? Denn das Ganze kann ja noch ein bisschen zurücktrocknen. Und auch den kleinen hier schneiden wir etwa auf die gleiche Höhe zurück, damit wir später eine dichte, kompakte Krone bekommen. Und auch den schneiden wir jetzt zurück, hier, der jetzt wachsen durfte, weil er damals auch ganz klein war. Und den schneiden wir etwa auf der Höhe zurück wie den anderen. Und dementsprechend haben wir jetzt die Krone wieder zum Verzweigen angeregt, damit sie schön dicht und kompakt wird und dementsprechend auch bleibt. So, das kurz dazu, und zum Licht nochmal gesagt, sie brauchen keine Zusatzbeleuchtung, 300 bis 500 Lux sind vollkommen ausreichend. Ja, teilweise kann man sogar sagen, man könnte sie auch im Raum positionieren, wenn man Licht im Raum hat. Das geht dann auch, aber am Fenster geht es auf jeden Fall, dort hast du eh viel mehr Licht, und von daher, es geht auch im Raum, wie gesagt, wenn Beleuchtung im Raum irgendwo an ist. Die Avarua Carambola. Hallo und herzlich willkommen im Reich der exotischen Pflanzen. Das Sternfruchtbäumchen. Es ist so ein wunderschönes Bäumchen und ist so pflegeleicht, wenn man weiß, wie es geht. Ganz wichtige Faktoren als allererstes ist natürlich das Düngen. Ganz wenig und dafür öfter. Das funktioniert. Gießen lieber weniger. Und dafür nicht so oft, nicht wahr? Darauf achten, dass sie nicht komplett austrocknen, ganz klarer Fall. Aber auch darauf achten, dass sie nicht nass steht. Das mag sie überhaupt nicht. Also wirklich doch lieber ein bisschen austrocknen lassen oben und dann erst wieder gießen. Und wie gesagt, mit Osmosewasser ist das dementsprechend am besten. Ja, der andere Faktor, Licht, ist fast zu vernachlässigen. Sie wächst natürlich unter Zusatzbeleuchtung, ganz klarer Fall. Ist sicherlich auch wesentlich besser. Aber sie wächst auch mit ganz wenig Licht. Jetzt hatte ich gesagt vorhin, wenn Licht im Raum an ist. So wie wir das hier gegeben haben, wir haben nämlich Zusatzbeleuchtung an für die Pflanze, die auf dem Tisch stehen, und das Licht streut natürlich auch in den Raum, in dem sprechen, haben die Pflanzen hier so um die 300 bis 500 Lux, wo sie darunter stehen, also nicht recht viel, so, das funktioniert tatsächlich, und auch am Fenster ist das Licht vollkommen ausreichend. Natürlich können sie auch am Fenster in der Sonne stehen, ganz logisch, aber man muss schon darauf achten, dass dann das Gießverhalten wieder angepasst wird, weil wenn Sonne drauf knallt, dann verbraucht die Pflanze natürlich viel mehr Wasser, nicht wahr? Und von daher muss man da ein bisschen besser aufpassen. Also im Topf ist es möglich, wenn man einen grünen Daumen hat. Hat man diesen grünen Daumen nicht, oder man, so wie wir am Anfang auch, ich meine, ich habe ja einen relativ grünen Daumen, aber ganz am Anfang sind sie uns immer kaputt gegangen, bis wir dann irgendwann rausgefunden haben, woran das denn überhaupt liegt, nicht wahr? So, wer diesen Daumen nicht hat, der sollte dann zurückgreifen auf jeden Fall auf die Vulcatec-Erde, denn die darf nass sein. Das ist überhaupt kein Problem, weil hier Sauerstoff hineinkommt ins Erdreich und keine organischen Substanzen drin sind, die anfangen können zu schimmeln, zu faulen oder sich zu zersetzen und dergleichen. Das schadet den Wurzeln dann dementsprechend natürlich auch. Also ist das dann hier ein neutrales, mineralisches Substrat in dem Sinne, wo die Wurzeln also viel besser drin wachsen können als in der Erde. Es funktioniert auch im Wasser, und da werde ich immer wieder mal gefragt, ja, in der Erde darfst du ja nicht, dürfen die Pflanzen nicht so nass stehen. Warum dürfen sie denn dann im Wasser stehen? Ja, das ist ja eigentlich ganz logisch, weil Erde, wenn die nass, ständig nass ist, wie gesagt, da passieren Sachen, nicht wahr? Es werden Sachen zersetzt und es leben Lebewesen drin. Es ist so im Prinzip ja nicht, es ist so ein kleines Biotop hier drin, wo ganz viel los ist, was man so eigentlich gar nicht sehen kann. Aber es ist jede Menge los hier drin, und das verkraften die Pflanzen, die Wurzeln nicht. Die fangen dann einfach an zu faulen. Von daher funktioniert das in der Erde nicht, wenn du sie ständig nass hältst. Im Wasser ist was anderes, weil hier hast du keine organische Substanz drin, sondern nur Wasser gelöst mit Salzen
dementsprechend die Nährstoffe, die Pflanze mit dem Wasser direkt aufnehmen kann. Hier findet also keine organische Zersetzung statt oder dergleichen. Hier kann kein Schimmel entstehen, kein Fäulnis entstehen und keine organischen Reaktionen auf den pH-Werten hast du nicht gesehen, weil das ist doch sehr kompliziert in der Erde, was dort so passiert. Das mag man sich gar nicht denken. Nicht wahr? Es gibt so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das kann man hier gar nicht so erzählen. Also im Zusammenhang jetzt, weil es einfach too much, weil das ist ja, da musst du wirklich für studieren, richtig, um das zu begreifen. So, im Wasser, wie gesagt, geht es, weil hier keine Fäulnis entstehen kann, weil hier keine Zersetzung stattfindet, weil hier keine organische Substanz dran ist. Im Wasser selber können Pflanzen tatsächlich auch leben, wenn sie dementsprechend versorgt werden. Ja, das kurz zusammenfassend jetzt zu der Averoa Carambola. Da stellt sich jetzt natürlich noch die Frage, die Aussaat. Die Aussaat haben wir bisher immer in Kokoserde gemacht, also in Erde, Blumenerde in dem Sinne. Es dauert recht lange. Also es kann 1-2 Monate dauern, bis sie anfangen zu keimen. Also muss man wirklich Geduld haben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ist das denn, wenn wir von Anfang an die Samen in ein mineralisches Substrat keimen lassen? Ist das denn überhaupt möglich oder nicht möglich? Das werde ich jetzt auch austesten, muss aber erstmal gucken, wo ich noch irgendwo Samen versteckt habe, ob ich dann noch was finde. Dann werde ich das auf jeden Fall machen. Gegebenenfalls werde ich einfach mal hier in diese Töpfe Samen mit hineindrücken, um mal zu gucken, ob das funktioniert. Aber ich gehe davon aus, dass es geht, weil diese Vulkatec-Erde, sie speichert das Wasser. Und wenn man gießt, von unten beispielsweise, dann holt dieses mineralische Substrat sich tatsächlich das Wasser auch nach oben. Es transportiert im Prinzip vom Steinchen zu Steinchen das Ganze immer weiter nach oben, sodass auch die Erdoberfläche dann feucht bleiben kann. Die oberste Schicht natürlich, die erste Zentimeter, also der trocknet an der Luft natürlich relativ schnell dann ab, wenn die Wasserkonzentration, sage ich jetzt mal, geringer wird, also das Wasser weniger wird in dem ganzen Erdgemisch, mineralischen Gemisch, und daher kann dann die Oberfläche natürlich abtrocknen, aber da kann man ja auch Abhilfe schaffen, indem man das Ganze einfach im Prinzip wie bei der Erde auch überspannt, damit dort kein Wasser verdunsten kann. Das heißt also, dann liegen die Samen auf jeden Fall immer schön feucht in diesem mineralischen Substrat, und wie das Ganze sich dann entwickelt, das würde ich sagen, könnte mal sehr interessant sein. Vor allen Dingen, wir möchten ja auch gucken, dass wir so ein bisschen, nicht von der Erde wegkommen, aber für die Leute, die halt Erde nicht mögen oder mit der Erde nicht zurechtkommen und vor allen Dingen auch nicht ganz so den grünen Daumen haben, dass man das Ganze vereinfacht. Und das ist im Prinzip eine Vereinfachung der ganzen Pflanzenpflege. Und von daher denke ich mal, werden wir das auch gemeinsam machen. So, jetzt habe ich schon so viel gequatscht hier, aber ich wollte das einfach jetzt mal loswerden. Ich habe noch so viel zu zeigen hier. Ja, da burnt's richtig bei mir gerade im Kopf. So, was werden wir jetzt noch machen? So, ja. Jetzt wollte ich euch tatsächlich noch was anderes zeigen, macht aber keinen Sinn, weil der Film schon relativ lang ist und von daher wird der Film mit Sicherheit eine halbe Stunde lang werden. Von daher schließen wir das jetzt hier ab. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Römisch, und viel Spaß mit der Pflanze, was ihr sonst noch so macht. Nein, keine Bange, ich laufe jetzt nicht weg, sondern ich habe noch andere Sachen zu tun. Ich muss unbedingt in den Garten. Dort habe ich gestern schon etwas vorbereitet, sauber gemacht und so ein Kram. Ja, gehört halt auch dazu, und ja, da muss ich jetzt erstmal weiterkommen, denn ansonsten wäre ich da draußen nicht fertig. Von daher, weiß Bescheid, wenn es gefallen hat, winke, winke, bis ganz bald. Ja, und im Reich der exotischen Pflanzen, hier gibt es also eine ganze Menge, was ich abzeigen, was ich zeigen könnte an Updates. Aber wie gesagt, eins nach dem anderen, es ist echt der Wahnsinn, was möglich ist im Reich der Pflanzenwelt. Was ich auch selber jetzt im Laufe der Zeit entdeckt habe, auch mit euch gemeinsam hier. Ja, wer schon länger zuschaut, weiß das, was wir hier alles so schon gemacht haben, entdeckt haben, erforscht haben, experimentiert haben. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, immer wieder mal auszutesten, was so möglich ist. Und ansonsten kommt man ja gar nicht auf solche Sachen. Und vor allen Dingen, man sieht ja auch nicht die Erfolge oder dementsprechend auch Misserfolge. Und ganz kurz nochmal zur Hydroponik hier gesagt, dass insgesamt das System ist okay, funktioniert wunderbar. Nachteil ist hierbei, weil das steht ja in einem kleinen, relativ kleinen Topf. Also da ist das System, das müssen wir noch irgendwie mal weiterentwickeln. Aber nun ja, das sind ja insgesamt Erforschung oder Forschungssachen in dem Sinne. Von daher ist das nicht ganz so tragisch, wenn wir da irgendwo an einen Punkt gelangen, wo wir dann sagen müssen, ach du meine Güte, hätten wir das mal anders fabriziert. Am Anfang wäre es jetzt wesentlich einfacher, aber was soll's, nicht wahr? Wir lernen ja ständig dazu. Und von daher, winke, winke, bis ganz bald. So, da könnte ich ja draußen eigentlich, wenn ich was mache, auch filmen, oder? Doch, klar, warum nicht?